Jo Leute, herzlich willkommen zum ersten Vlog in 2023. Wir sind in Kopenhagen. Mein Name ist Benny. Ich bin heute auf diesem Event, beziehungsweise die ganze Dauer des Events hier, mit meinem Kollegen Denzel in Vertretung für Roman und Lenz, die das sonst immer machen. Heute ist Donnerstag. Wir haben Media Day. Unsere Anreise war ein bisschen turbulent. Wir hatten einen sehr kurzen Umstieg in Frankfurt. Unser Gepäck hat es am Mittwochabend leider nicht mehr geschafft, ist aber auch heute Morgen zu uns gestoßen, worüber wir sehr happy sind. Und jetzt gehen wir erstmal in den Prep-Raum. Der Weg dahin ist ein bisschen tricky und lang, deshalb beschleunigen wir das Ganze jetzt mal. Fast geschafft. Bisschen noch. Komm, komm, komm. Das ist die letzte Stärkung, bevor wir da sind. Sehr gut auf jeden Fall. Na? Ja, ja, ja. Der erste im Prep Room. Da sehen wir unseren Vorzeigeathleten. Und hier haben wir mal die Uhrzeit: 5 Minuten und 11 Sekunden. Neue Bestzeit. Gönnen wir jetzt erstmal. So, das ist jetzt der Prep Room. Er ist relativ spartanisch eingerichtet. Wie ihr seht, aber immerhin haben wir höhenverstellbare Tische, gute Monitore und mittelgute PCs. Aber Kleinvieh macht am Ende auch Mist. Stühle, wie wir sehen, an Krimbus Platz nicht ganz so optimal. Also, Stefan, wenn du das hier siehst, wir würden uns freuen, wenn du endlich mal Turnierausrüster wirst. Also unsere Nachbarn von Vitality und so pro Quarter, würde ich sagen, sind immer so 3 Teams. Und die Räume sind relativ ähnlich ausgestattet. Diesen grünen Sitzsack, den ihr da bei uns im Raum gesehen habt, haben wir von hier geklaut. So bereiten sich die Teams hier auf die Officials vor. Es geht ab, Alter. War der leer? Es geht. Karim, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Erstes Game des Jahres. Steht an. Max ist wieder fröhlich, dass er filmen kann. Boah, das war ein Reim, Alter. Geil. Karim macht so. Nee. Nicht? Nee. Nee. Mach so. Das war scheiße. 3, 2, 1, hoch. And the last one, just have a side on. Wie? Just a track in front of you with your arms. Ich glaub, ich mach so. 3, 2, 1, keep going. And just for the other side as well. So? 3, 2, 1. Freistoß. Freistoß. Yeah, point at that screen. Yeah. Das war klar. Das wollte ich eigentlich. Good. Nee, nur einmal hat er gesagt. Jeder hat anderes gesagt. Sehr gut, Karim. Sorry, arms crossed. Yeah, yeah, like that. Brilliant. Die Hände nicht vor dem Main-Partner. Benni, wie schlagen sich deine Spieler so? Sehr gut. Also sind natürlich alle Vorzeigeathleten. Kann man nur stolz sein. Sogar Karim. Sogar Karim. Was? Hier oder sonst wo? Ich vermisse Roman. Wir vermissen alle Roman, aber wir schaffen es. Vermisst du nicht Lenz? Ja. Da sehen wir die Legenden. Die haben die Aufgabe bekommen, sich einfach 3 Minuten random zu unterhalten. Und diese beiden Leute mit den großen Kameras. Wie bitte? Müssen wir gucken. Wir gucken, was es dort gibt und wenn es eklig ist, dann bestellen wir. Wann machen die denn auf? Ich hab Bock auf einen Döner. 18. Ey, das schon kommen. Soll ich extra machen? Ich hab Bock auf Sushi. Oder Sushi ist echt. Was mit Burger? Gibt's oder, glaub ich, gut. Sushi ist eigentlich geil, weil es auch so clean und. Ja, so. Das ist key. Hey, last 30 seconds, guys, do some big energy stuff. Okay, okay. Okay. Ja, gut, das ist Energy. Das schleicht euch mal, dann machen wir euch auch so. Oh, Alter! Ja, übertreib, du hast voll übertrieben. Wenn alle entlassen. 3, 1, go. Mit ein paar motivierende Worte von Seef hören. Ich bin Grimbo. Dann Seef, erzähl mal was. Ich bin Seef, ich rede nicht. Ich vermisse Roman. Nicht wahr? Nein, der ist jetzt nicht hier! Ich will diesen Namen jetzt nicht mehr hören die nächsten 12 Tage. Und das schon. We are ready. Ready to fight. Ja,
So, wir sind jetzt in der Mall, die ist so ein bisschen neben unserem Hotel. Wir müssen ein paar Sachen besorgen, einmal Apotheke, einmal Supermarkt. Karim, mein Bester. Ja? Ich bin in der Mall, Brudi. Die Neue hat einen Produktionsfehler. Ja, da haben wir mal gesehen, wie es so abläuft. Da kriegt man einen Anruf. Wir sind jetzt in der Mall. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine neue G-Pro Superlight. Ja, wir nehmen euch einfach mit und hoffen, dass wir alles finden. Wir haben Profiloptik bei Sürson. Was ist denn? Blasenpflaster. Wir könnten Blasenpflaster sein, aber Liegthornpflaster. Ich nehme es mal. Wenn man so viele Schritte man macht zum Breakroom und zurück. Ich bin gestern einfach 16.000 Schritte und nur Sachen geholt. Wenn man Creme kaufen sollte, dann sollte man das in Norwegen tun. Wir brauchen Creme für trockene Hände. Wir sind ja aber in Dänemark, ja? Haben so ein paar Sachen bekommen, ein bisschen was fehlt noch. Jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach der neuen Maus für Karim. Er hat mir gerade schon geschrieben, nach 7 Minuten nach dem Anruf, ob wir sie schon haben. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Guck mal, direkt ein neues Lenkrad für Granadi. Er hat mein Lenkrad kaputt getreten. Mit dem Pferd drauf. In 3 Minuten startet der Prag, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber für den zweiten Prag sind wir dann auf jeden Fall wieder am Start. Fatih, deine Einschätzung von dem Game? Ich denke, es wird ein 2-0. Für uns. Ich denke, die Maps sind gut. Ich denke, Veto wird sie überraschen. Klar, kommt es auf die Tagesform an. Die haben sehr, sehr starke individuelle Spiele, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Hier wird die Leute, Alter. Nee. Früher war ich so dünn, da habe ich den Schuh nicht ganz runtergekriegt, da musste ich immer einer draufsetzen, um den runterzumachen. Okay guys, the G2 is the higher seat, so you decide Team A or B. Reban Nuke. Nuke. Ben Overpass. Overpass. Your map pick. You pick Merge. You pick Infernus. You start CT. Okay. And your next plan? There's Vertigo. There's Vertigo and Sinda Anubis. Rosam Bock. Ancient one, no? Yeah. Ben Ancient. So we have Vertigo and Anubis there. We ban Vertigo. So we play Anubis as 30. Yeah. Yep. Thank you all guys. Good luck, guys. Good luck. Veto ist sehr gut gelaufen, genau wie wir es ja vorher gesehen haben. Wir hätten vielleicht dritte Map anders entscheiden können, aber wir wollen so früh es geht im Jahr Anubis spielen, weißt du, damit wir direkt diese competitive Erfahrung bekommen und dann vielleicht die Edge auf dieser Map bekommen in diesem Jahr. Aber Veto sehr gut, gut vorbereitet. Eigentlich gibt es auch nicht viel taktisch mehr zu besprechen. Wir haben vorbesprochen sehr gut und sehr gut trainiert. Also jetzt einfach nur noch gut ins Jahr starten und gut ins Turnier starten. One more. Vaughn's close. Plays the smoke. JKS low on time, thinks it's the other pillar. And because of that, Vaughn, he's gonna get one chance. Nice! 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 Wir brauchen mindestens 6 Runden. Wir kriegen 6 Runden. Schlechter Start, aber ist noch reparierbar. Wir brauchen 6 Runden. Mindestens, besser 7 und dann geht's ab. 16 health for Crimbo. The bomb. Nearing that halfway point as he's gonna get burned out into the open. This is so dire for Crimbo, but it doesn't seem to be. It's a nice! Yeah! Nice. Okay, es läuft doch. 3 Runden. Yep. Schön, Jungs! Jetzt sind auch mal die Gegner blind. Ja, wo kommt die Flash her, Nico? Zweimal gewascht. Da war Flo aber da. Da war so, hab ich ihn? Da war, nee, da war, das war erste Clip, nee. Das war aber Flo da. Ja, aber da hast du gefragt, da hab ich ihn.
Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Es ist jetzt 23.43 Uhr. Neben uns sind die Jungs noch am Arbeiten in der Analyse. Ja, und ihr könnt ja in der Zeit mal, bis der nächste Vlog kommt, das Trackmania-Video auschecken. Das ist da, da, da oder da. Vielen Dank für euren Support. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche und beim nächsten Vlog wieder dabei seid. Und bis dahin trinkt man Red Bull.